Herzlichst willkommen zur 52. Lesung des fantastischen Buches aus 1853 ins Deutsche übersetzt von dem englischen Autoren James Edkin Wiley, Das Doppelgesicht des Papsttums. Das natürlich noch einen viel längeren Titel hat, den ich mir aber wirklich nicht merken kann und ich mache mir auch nicht die Mühe, das zu tun. Ich muss meinen Kopf so mit so vielen anderen Dingen vollstopfen. Es reicht einfach, sich zu merken, dass das Papsttum ein Doppelgesicht hat, nämlich eins, was es uns nach außen hin zeigt und eins, was es nach innen hin eigentlich hat, das heißt die Geheimlehre ist. Deswegen ist die römisch-katholische Kirche auch die allergrößte Geheimgesellschaft in dieser Welt, ob man das jetzt glauben will oder nicht, weil sie hat eine äußere und eine innere Lehre. Die innere Lehre ist nur den, ich sag mal, zwischen Anführungszeichen Erleuchteten, Eingeweihten vorbehalten und das ist eben ein Zeichen einer Geheimgesellschaft. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die römisch-katholische Kirche das ist, aber genau so ist es. Und James Edkin Wiley beleuchtet hier wunderbar den Einfluss der römisch-katholischen Kirche auf die Welt. Und heute beschäftigen wir uns im zweiten Kapitel damit, wie der Papismus auf den Einzelnen wirkt. Wir hatten bis jetzt gemerkt, wie er auf die Gesellschaft wirkt, wie er auf die Regierungen wirkt, wie er auf die Kirche wirkt oder eine kirchliche Gemeinschaft. Entschuldigung. Und heute merken wir, also lesen wir besser gesagt in dem neuen Kapitel, das wir heute angehen, wie der Papismus auf den Einzelnen wirkt. Wie gesagt, ein sehr interessantes Thema, deswegen möchte ich auch nicht viel Zeit mit einer Einleitung verlieren, was ich jetzt auch nicht tue, sondern ich schalte direkt um auf ein wunderbares Lied, das uns Alexander zugeschickt hat, das wir uns eben zur Einstimmung anhören und danach gehen wir dann direkt in die Lesung. Unser Vater im Himmel, du hast dich uns offenbart. Dein Wille, dein Wesen, uns kundgetan.
Du hast deinen eigenen Sohn zu uns gesandt vom Himmel. Jesus. Und du Gott warst bei uns Menschen, warst uns so nah. In deinem Sohn, du machtest die Kranken gesund und du selbst legtest deine Hände auf sie und machtest sie alle gesund. Dein Erbarmen übergroß, übermenschlich, göttlich, voll Liebe und Trost. Du suchst die verlorenen Menschen und suchst sie, bis du sie findest. Du richtest mitten unter uns dein Reich auf, voll Gnade und Barmherzigkeit. Dein Reich wird niemals vergehen, es hat ewig Bestand. Und deine Worte sind wahr und Wahrheit, deine Barmherzigkeit und dein Mitgefühl sind jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Ja, mit diesen Liedern beschäftigen wir uns immer mit dem einzigen wahren Gott, den es wirklich gibt, der uns liebt und der seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, dass er für unsere Sünden stirbt und damit wir auch seine Söhne wieder werden können, wie wir sie zu Anfang nach der Schöpfung waren. Ein Geschenk, das aber die ersten Menschen weggeworfen hatten. Und Jesus hat es wiederhergestellt und wir müssen eben Jesus annehmen, um eben dieses Geschenk anzunehmen und zum ewigen Leben zu kommen. Wer uns aber das ewige Leben überhaupt nicht gönnt, das ist der Teufel. Der will uns so schnell wie möglich vernichten und deswegen hat er mit dem Papsttum eine Kirche errichtet auf dieser Welt, die sich als christlich ausgibt, es aber nicht ist. Sie sagt Christus, aber sie tut es nicht. Wie es eben so schön heißt, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Ich habe heute noch ein interessantes Video, das ich geschaut hatte von True Stream Media. Wer das kennt, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Das ist jetzt am Wochenende hochgeladen gewesen. Da waren viele Texte damit bei, viele Kommentare damit bei, die eben darauf eingingen, die Worte sagen nicht die Wahrheit, aber die Taten tun's. Wenn ich die römisch-katholische Kirche an ihren Taten messe, dann merke ich, dass die mit Wahrheit nichts zu tun haben. Also lesen wir jetzt über den Einfluss des Papismus auf den Einzelnen, auf jedes Individuum, auf jeden einzelnen Menschen. Genau da geht es hier drum. Die wichtige Frage nach dem Einfluss des an sich bösen papistischen Systems auf das Menschengeschlecht, das heißt auf den Einzelnen, sodann auf den politischen Organismus oder auf die Staaten, drittens auf die Gesellschaft überhaupt, ist es, mit deren Beantwortung wir uns jetzt zu beschäftigen haben. Freilich auch nur in der Art, dass wir auf Hervorhebung der wichtigsten Beweise für unsere Ansicht uns beschränken. Mit dem ersten Teil der Frage hat dieses Kapitel zu tun. Es ist eine selbstverständliche, nicht bloß aus dem allgemeinen Natur- und moralischen Gesetz, Zitat, dass der größten Kraft auch die größte Wirkung entsprechen muss, Ende Zitat, resultierende, sondern durch die ganze Geschichte unseres Geschlechts bewiesene, höchstens von einigen Narren geleugnete Wahrheit, dass die Religion als bewegende Kraft und als Bildungsmittel
den allgemeinsten und unwiderstehlichsten Einfluss auf den Menschen ausübt. Ein Einfluss, gegen welchen alle anderen Einwirkungen als unbedeutend erscheinen. Dass die Religion demnach es ist, welche die soziale Stellung und das irdische Geschick des Einzelnen nicht weniger als eines Volkes bedingt. Nun haben wir bereits erkannt, dass der Papismus Schrift und Vernunft widrig ist. Soweit er dies ist, entfernt er sich von dem Wesen der wahren Religion, ja der Religion überhaupt, besitzt demnach auch nicht und kann nicht besitzen den bezeichneten Einfluss in heilsamer Weise. Woraus ebenmäßig hervorgeht, dass der Papist in demselben Grade als sein Kultus dem Wesen der Religion nicht entspricht, auch der Wohltat eines moralisch und intellektuellen erneuernden und kräftigenden Einflusses beraubt ist. Haben wir aber weiter uns überzeugt, dass der Papismus nicht bloß ein mangelhaft christliches System, sondern auch ein dem schriftmäßigen Christentum feindlich gegenüberstehendes ist, so müssen wir ihm auch den entgegengesetzten Einfluss zuschreiben und behaupten, dass er in demselben Grade, als dieses auf Erhebung und Reinigung der sittlichen Verfassung des Menschen abzielt, dieselbe herabdrückt und befleckt, den Verstand in demselben Grade schwächt, ausdörrt und beschränkt, als das wahre Christentum ihn stärkt, belebt und ausdehnt. Das wahre Christentum. Ja, mit anderen Worten, es gibt ein wahres Christentum und eines, das sich als solches ausgibt, aber keines ist. Ergo, Katholizismus ist ebenso wenig Christentum, wie der Teufel nicht Christus ist. Zur Verdeutlichung müssen wir hier also unterstreichen, dass es nur ein Christentum gibt. Katholizismus sich lediglich dafür ausgibt. Ein Beispiel. Wenn ich den Universitätsausweis eines Professors finde, bin ich noch lange nicht der Professor, auch wenn ich mich als solcher ausweisen kann. So tut es auch der Katholizismus. Er hält den Ausweis Christentum zur Identifikation hoch, jedoch all seine Lehren und all seine Taten bezeugen, dass er nicht das Christentum ist, nicht das Christentum sein kann, da all seine Zeugnisse auf Lügen aufgebaut sind, ebenso wie ich den Test nicht bestehen würde, müsste ich als der Professor fungieren, für den ich mich ausgebe. Das Urteil der Geschichte in dieser Beziehung lautet also: Je mehr eine Nation von den Elementen der wahren Religion sich erhalten hat, desto höher steht sie in geistiger Bildung überhaupt, je weniger, desto tiefer. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, deswegen ist er angestrichen. Hiernach erhalten wir eine von unten aufsteigende Stufenleiter, die sich von den Nomadenhorden des mittleren und südlichen Afrikas bis zum großen Teil Fetischdiener sind, bis zu den protestantischen Staaten des nördlichen Europas genau verfolgen lässt. Dem, dass auch in Europa sie dem Papsttum verfallenen Völker des Südens, den zur Hälfte oder gar ganz protestantischen Staaten nachstehen und dass mit der Verbreitung der Bibel nicht nur die des Glaubens und der Sitte, sondern auch des Gewerbefleißes, der Kunst, Wissenschaft, der gesamten geistigen Bildung Hand in Hand geht, das liegt vor jedermanns Augen. Offen zutage und so wird es bleiben, selbst wenn der unfehlbare Heilige Vater, das man eigentlich zwischen Anführungszeichen hätte setzen müssen, unfehlbarer Heilige Vater, diese Ansicht für eine zur Hölle verdammende Ketzerei erklärte. Wir wollen nur einige augenfällige Beispiele anführen, ja, nicht viele, einige Beispiele, die dem Christentum überhaupt und dem Protestantismus im Besonderen zugutekommen. Im Herzen des asiatischen Mohammedanismus, mitten in den kurdischen Bergen, finden wir ein kleines, von chaldäischen Christen gegründetes und erhaltenes Gemeinwesen. Ihre wohl angebauten Täler mit sauberen, stattlichen Dörfern, ihre reinen Sitten, ihr emsiger Fleiß, ja, ihr zum Teil geläuterter Geschmack, kontrastieren aufs Entschiedenste gegen die sie unmittelbar umgebende Trägheit, Unsauberkeit und Lasterhaftigkeit.
eine liebliche Oase in der Wildnis des mohammedanischen Götzendienstes. In Europa ist Schottland wie Irland von Kelten bewohnt. Unmittelbar nebeneinander sind sie doch Antipoden in Betreff ihres sittlichen und sozialen Zustandes, und jedermann weiß, wie weit die vom Papismus beherrschten Iren dem protestantischen Stammgenossen nachstehen. Alle unsere Missionare erklären, dass die augenfälligste Veränderung mit den Indern vorgeht, so wie sie das Christentum annehmen, in dem dessen belebende Kraft all ihre Geisteskräfte moralische und intellektuelle anspornt, erhebt und ausdehnt, so dass der heilsame Einfluss selbst bei denen unverkennbar ist, bei welchen es noch nicht bis zur Bekehrung, sondern nur zur Bekanntschaft mit dem Heil gekommen. Hier gehen wir noch mal kurz in Fußnote Nummer 1, wo der Autor schreibt, oder besser gesagt der Übersetzer schreibt: Dr. Duff, der tätige Missionar in Indien, sagte einst zu Manchester einigen großen Baumwollfabrikanten, die den lebhaften Wunsch ausdrückten, ihr Material, statt aus Amerika zu holen, in den englischen Besitzungen Indiens zu erzeugen, Zitat: Ihr müsst Indien erst christianisieren. Warum das? Fragten die Baumwollspinner. Weil die Baumwolle in Indien nur in der Zone des Christentums gedeiht. Welch ein Zusammenhang, erwiderten jene, ist möglich zwischen Christentum und Baumwollanpflanzung? Interessante Frage. Der, sagte der Doktor, der Zusammenhang, dass nur das Christentum den Indern Fähigkeit, Geschick und Ausdauer gibt, die Baumwollpflanze anzubauen. Jetzt können sie es nicht. Der Autor fährt fort und sagt, die völlige Umwandlung, welche mit den zum Christentum belehrten Inselvölkern der Südsee vorgegangen ist, bekannt. Und nur zu wünschen, dass es dem Papsttum nicht gelinge, das heilsame Werk zu stören und zu vergiften. Gehen wir in eine zweite Fußnote, in der der Bearbeiter sagt, bekanntlich haben vor einigen Jahren, wir erinnern uns, das Buch schreibt von der Zeit 1850, also dort einige Jahre zurück, bekanntlich haben vor einigen Jahren römische Missionare von französischen Schiffen dorthin gebracht, auf mehreren Inseln das evangelische Missionswerk gestört, indem sie namentlich den Hang der Indianer zu Fleischessünden, welchen die evangelischen Sendboten mit Mühe und Erfolg bekämpft hatten, zur Empfehlung ihres Systems benutzten. Alle evangelischen Missionsberichte verkündeten ihrer Zeit diese Not und klagten über die Verwüstung des Reiches Gottes. Also wenn erst Protestanten dorthin kommen und danach Katholiken, dann sieht man, wie alles, was dort aufgeblüht hat, vergeht. Genau wie hier in Europa auch, wo der Katholizismus jede Blüte im Keim probiert zu ersticken nach der Reformation. Wir haben diesen allgemeinen, durch die Geschichte belegten Behauptungen nun noch einige Bemerkungen über den auf die geistige Bildung zerstörend wirkenden Einfluss einzelner papistischer Lehren nachzuschicken. Kann es eine Lehre geben, die mehr geeignet ist, alle intellektuelle Kraft und Ausbildung mit Füßen zu treten, als die von der Unfehlbarkeit des Papstes? Gibt es eine Lehre, die mehr geeignet ist? Der Papist darf das System der zum Teil unvernünftigen und unverständigen Dogmen, mit dem seine unfehlbare Kirche ihn beschenkt, nicht untersuchen, um es in seiner Vernunft oder in seinem Verstande im Einklang zu bringen. Darf nicht nach Gründen fragen, ohne eine Todsünde zu begehen und sein Seelenheil zu gefährden. Er hat nur das Recht, es anzunehmen. Ich habe diesen Satz jetzt nicht farblich unterlegt, aber ich glaube, es eröffnet sich euch die Wichtigkeit von dem, was ich gerade hier vorgelesen habe. Gerade in der Zeit, in der wir heute leben, ja, im November 2020, mit dem, was im Augenblick in der Welt vor sich geht, was ich gar nicht groß benennen muss, ihr wisst alle, was gemeint ist, merken wir, dass wir keine Fragen stellen dürfen, dass wir nicht untersuchen dürfen, dass wir nicht selbst uns auf die Suche machen dürfen, um Bestätigung in eigenen Untersuchungen zu finden von dem, was uns gesagt wird, oder eventuell das widerlegen können, sondern das wird auch mehr oder weniger eine Todsünde sein und die wird irgendwann eben auch bestraft werden. Behaltet das mal im Hinterkopf und dann lese ich den Satz nochmal.
Der Papist darf das System. Also Papisten sind wir im Grunde alle, also außer jetzt wir bibelgläubigen Christen, die wir hier versammelt sind vielleicht, aber draußen in der Welt, weil wir werden ja auch katholisch gemacht, wie wir bereits früher gelernt haben, durch die Erziehung in dieser Welt, in der wir sind. Ja, auch ohne religiös zu sein, werden wir doch durch das römisch-katholisch-kanonische Recht erzogen und von daher mehr oder weniger zu Papisten erzogen, auch wenn wir das gar nicht begreifen. Der Papist darf das System der zum Teil unvernünftigen und unverständigen Dogmen, also selbst wenn man merkt, von die Lehre, die Kirche lehrt Dinge, die sind unvernünftig, die sind unverständlich, die gehen gegen meinen eigenen Verstand, gegen mein eigenes moralisches Verständnis ein, dann darf ich da trotzdem nicht gegen angehen. Denn es steht hier geschrieben, der Papist darf das System der zum Teil unvernünftigen und unverständigen Dogmen, mit dem seine unfehlbare Kirche ihn beschenkt, nicht untersuchen, um es mit seiner Vernunft oder seinem Verstande in Einklang zu bringen. Er darf nicht nach Gründen fragen, ohne eine Todsünde zu begehen und sein Seelenheil zu gefährden. Mit anderen Worten, nachfragen, Fragen stellen, ist im Grunde eine Todsünde, weil man eben die Unfehlbarkeit des Papstes in Frage stellt. Ja? Und das ist hier nach diesem Dogma eine Todsünde, genau wie die, wie es die Gotteslästerung des Heiligen Geistes ist. Ja? Eine Sünde, die nicht nur in diesem Leben nicht vergeben wird, sondern auch im nächsten Leben nicht vergeben wird. Ja, das ist also die einzige Sünde, auf die der ewige Tod steht. Das steht so in der Bibel geschrieben. Und der Papst, der sich selber zum Heiligen Geist erhebt, also zum Stellvertreter Christi, was der Heilige Geist ist, und der Papst erhebt sich dazu hier auf dieser Erde, der macht sich ständig schuldig an dieser einen Sünde. Und genau so eine Sünde ist es eben auch, innerhalb der römisch-katholischen Kirche die Fragen zu stellen, um zu probieren, mit seinem eigenen Verstand, mit seiner eigenen Vernunft, mit seiner eigenen Moralvorstellung, die unvernünftigen und unverständigen Dogmen der römisch-katholischen Kirche in Einklang zu bringen. Das Recht habe ich als Papist nicht. Ich habe nur das Recht, es anzunehmen, es zu schlucken, so wie es mir gegeben wird. Wen das nicht erinnert an die Zeit, in der wir heute leben, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das muss man halt so verstanden haben. Der Autor fährt fort und sagt, während die Hauptwirkung des Christentums ist, dem Menschen den richtigen Gebrauch seiner geistigen Fähigkeiten zu lehren, ist es die des Papismus, ihnen geistige Trägheit zu versenken. Vor dem System muss er sich niederwerfen, ob Herz und Verstand sich da wieder empören, damit die Räder des größten Juggernaut, was man übersetzt als Koloss, zermalmend über ihn hinweggehen. Wie aber Füße, die man beständig mit Binden presst, endlich das Gehen verlernen, so werden die geistigen Kräfte dessen, dem das Denken zur Sünde gemacht wird, endlich gebrauchsunfähig. Ich denke, dass wir heute am Anfang des 21. Jahrhunderts sehr gut verstehen können, was der Autor hier bereits Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt. Nämlich, dass er sagt, wenn einem über Generationen hin das selbstständige Denken abtrainiert wird, dann gebraucht man sein Gehirn später nicht mehr. Das ist etwas krasser ausgedrückt, das, was der Autor hier sagt. Wenn man ständig die Füße bindet, dass sie das Gehen verlernen, dann werden die geistigen Kräfte dessen, wenn uns das Denken zur Sünde gemacht wird, ähnlich gebrauchsunfähig sein. Die Vernunft steigt in die Gruft, vor deren Öffnung der Grabstein der Unfehlbarkeit gewälzt wird. Das ist wunderbare Bildsprache, ne? Die Vernunft steigt in die Gruft, vor deren Öffnung der Grabstein der Unfehlbarkeit gewälzt wird. Nehmen wir nun hinzu, dass die Forderung des blinden, unbedingten Gehorsams gegen die kirchlichen Oberen, den durch die Unfehlbarkeitstheorie zu geistiger Lahmheit verurteilten, auch zur geistigen Sklaverei verdammt, so erscheint Entwürdigung des Menschen
als eines geistigen Wesens uns als ein sehr milder Ausdruck zur Bezeichnung der vom Vatikan diktierten Führung der Seelen. Ja? Auch ein ganz, ganz wichtiger Satz, um das gut zu verstehen. Geistige Sklaverei. Wir sind zur geistigen Sklaverei verdammt. Wir dürfen nicht mehr selbst denken, wir dürfen keine Fragen stellen, wir müssen alles hinnehmen, wie es uns gesagt wird. Genauso werden wir in diesem System erzogen, denn nur dann kann man auch wirklich Gehorsamkeit geben an die Oberen, die meinen, uns regieren zu müssen. Das ist aber im Schlussendeffekt eine Entwürdigung des Menschen. Das ist ein Abtrainieren des geistigen Wesens. Das ist nur noch das Bombardieren mit weltlichen, mit fleischlichen Dingen. Genau das ist das Problem in der Welt, in der wir heute leben. Wir werden nur noch fleischlich kontrolliert. Wir werden nur noch fleischlich gelebt. Alles Geistige wird uns abtrainiert. Und da die Bibel nun mal eben auch ein Buch ist, das den Geist anspricht, verstehen viele das Buch überhaupt nicht mehr, weil eben dieser geistige Verstand komplett abtrainiert wird. Ich habe hier auch noch einen kleinen Kommentar zugeschrieben, wo steht: Entwürdigung des Menschen als eines geistigen Wesens. Ein Zitat aus dem, was ich gerade gelesen habe. Das ist genau das, was sie bezwecken. Uns nur in einer materiellen Welt leben zu lassen, in der sich alles nur Materie, also Besitz, Geld, Status etc. dreht, anstatt um geistige Werte, die uns zum wahren Leben führen, die uns zu unserem Erlöser Jesus Christus führen. Wie gesagt, ja, genau. Siehe die Corona-Agenda heute. Ja, Michael, was hast du denn dazu? Ja, das vor allen Dingen kennst du doch deinen Trailer auf deinem Zweitkanal, wo dann neben der Kevin Spacey diesen berühmten Satz sagt, der größte ja. Trick des Teufels besteht darin, den Menschen weiszumachen, dass er gar nicht existiert. Im Endeffekt ist es doch so, dass der Teufel eben den Menschen weismacht, er würde nur aus Kohlestoff Atomen bestehen, er würde nur ein materielles Schwabbelwesen irgendwo sein. Und das sehen wir doch an jeglichen Dingen, beispielsweise an Evolutionstheorie. Da wird aus Tod, aus Stein, aus einer Suppe, wird dann irgendetwas gekocht und niemand fragt nach der Intelligenz, nach dem Programm oder nach dem Sinn überhaupt. Und die meisten sind ja eben nur auf so einer materiellen Ebene unterwegs und kennen eben nur Essen, Trinken und Schlafen und sonstige Aggregatzustände und machen sich überhaupt keinen Kopf darüber, und lassen sich letzten Endes, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Affen machen. Kohlenstoffeinheiten, wird ihm Star Trek gesagt. Naja, Star Trek, ja. Krieg der Sterne heißt Krieg der Engel, ne? Ja, aber Star Trek ist ja nicht Krieg der Sterne, ne? Star Trek ist Raumschiff Enterprise. Krieg der Sterne ist ja, ich weiß, dass es Raumschiff Enterprise ist, aber das ist ja alles derselbe Schmuh. Das soll uns ja alles drauf vorbereiten, dass ein Leben im All in irgendeiner Art und Weise jetzt die Erfüllung wäre, und dann schaust du dir halt einfach mal dieses Work Economy Forum an, die erzählen Ähnliches. Ja, aber wir können ja nicht mehr zum Mond zurück, weil wir die Technik nicht mehr haben, deswegen gehen wir jetzt zum Mars, ne? Richtig, und das macht ja auch völlig Sinn, weil Mars ja der Kriegsgott ist. Also herzlichen Glückwunsch, wer da denkt, wohnen zu können, oder dass die Mission in irgendeiner Art und Weise dann richtig toll werden wird. Ich würde mich da jetzt nicht weiter festlegen. Aber der Punkt ist doch der, dass die Menschen wirklich sich überhaupt nicht als geistiges Wesen irgendwo sehen. Die sehen sich doch nur als materielles Irgendetwas. Und das sehen wir ja in allem. So sieht uns die Medizin, so sieht uns die ganze Welt irgendwo, dass wir letzten Endes nur hin existieren, vegetieren und irgendwann sterben. Und dann war es das. So ist es dann auch. Danke. Ja, ich bin soweit durch. Ist es dann wieder ein Zufall, dass wir gerade heute das Thema so anschneiden und lesen, dass uns das Denken abtrainiert wird und wir nicht selber nachdenken dürfen, weil das eine Sünde ist? Dass gerade wir in diesen Tagen auch in der Zeitung lesen müssen oder uns gesagt wird, dass wir die jetzigen Maßnahmen der Regierung akzeptieren müssen und diese nur funktionieren, wenn wir das logische Denken ablegen. Ich lese keine Zeitung, deswegen kann ich da jetzt kein Urteil drüber geben, ob das da drin steht oder nicht. Aber wenn du das sagst... Es wurde tatsächlich vom Politiker gesagt, wenn ich mich nicht irre, hat das sogar unsere Kanzlerin gesagt. Unsere in Anführungsstrichen, dass die Maßnahmen funktionieren nur, wenn die Bevölkerung das logische Denken ablegt und nicht mehr anwendet. Naja, im Endeffekt sagt sie damit, dass das alles nur funktioniert, wenn wir Gehorsam leisten.
Und das ist das, worum es von Anfang an geht. Das habe ich von Anfang an gesagt. Diese ganze Agenda, die im Augenblick abläuft, geht nur um Gehorsam. Ja? Und Gehorsam ist der höchste Ausdruck von Anbetung. Wenn ich Gott gehorsame, wenn ich seinen Gesetzen gehorsame, wenn ich nach Gottes Regeln lebe, wie Jesus Christus gesagt hat, wer mich lieb hat, der hält meine Gebote, dann habe ich es auch leicht, ihn anzubeten. Dann bete ich ihn auch an. Und genau das ist, was hier in dieser Welt eben auch passieren soll. Dadurch, dass wir hier eben der Welt gehorchen, müssen wir eben auch die Welt anbeten oder alles, was die Welt repräsentiert. Was repräsentiert die Welt? Die Welt repräsentiert den Papst. Die Welt repräsentiert die römisch-katholische Kirche. Die Welt repräsentiert die globale Erwärmung. Die Welt repräsentiert die große Gefahr einer Viruskrankheit. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und da muss man sich gegen auflehnen, weil das ist alles nur ganz böse gegen uns. Und da können wir nur gemeinsam gegen angehen, wenn wir eins sind. Hast du das schon mal gehört? Alles eins machen? Das ist ja, da gibt es sogar Musiksender, die ihren Spruch haben, wir sind eins. Ja, Musiksender, Fernsehsender, da gibt es ja verschiedene Dinge, die das sagen. Der Punkt ist, We are on, heißt es da ständig. One, meinst du? Genau. Ja, das ist ein Punkt, da kann man jetzt vom Hundertstel ins Tausendstel kommen, aber der Punkt ist ganz einfach, und das finde ich auch gut, dass Michael das so erkannt und uns eben nochmal sagt, hier in dieser Welt geht es nur noch darum, uns eben fleischlich und im Materium zu halten, genau wie auch hier in der Lesung jetzt gerade vorgekommen ist, nur in das Materielle hineingehen und den Geist komplett abtöten. Weil wenn wir wirklich für uns selber denken, das kann das Papsttum überhaupt nicht akzeptieren. Freiheit des Gewissens, Freiheit der Moral, Freiheit der Sprache, das sind die absoluten größten Feinde des Papismus. Und das sind die Dinge, die römisch-katholische Kirche immer und ewig bereits unterdrückt hat und auch heute noch immer noch unterdrücken will. Ja? Gewissensfreiheit kann es im römischen Katholizismus nicht geben. Eben genau das, was es im Christentum gibt, was da gefördert wird, und dann eben auch zu der Erkenntnis des Gewissens von Gott zu kommen, durch die Bibel, weil da lernen wir Gott und sein Herz ja kennen. Ja? Die wahre Philosophie ist das Studieren des Herzens Gottes, und das offenbart sich uns in seinem Wort, in der Bibel, die wir lesen sollen. Und die Bibel will auch, dass wir uns in der Hinsicht bilden und dass wir uns in der Hinsicht eben auch einen freien Kopf machen und dass wir eben dadurch eben in der Lage sind, überhaupt die Botschaft von Gott anzunehmen auf eine geistige Art und Weise. Aber die Menschen oder die ganze Welt hier reduziert uns eben nur noch auf ein materielles Wesen, dem das Denken abtrainiert wird, sicher in den letzten, ich sag mal sicherlich seit den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, also schon knapp 80 Jahre jetzt ist das ja her, wird ja alles in der Bildung darauf angelegt, das eigene Denken abzutrainieren. Es ist doch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, aber jeder von uns hat doch schon mal solche Tests abgelegt mit multiplen Antworten, also mehr, wie nennt man das im Deutschen, so, da wird dir eine Frage gestellt und da werden dir drei Antwortmöglichkeiten gegeben. Wie nennt man das wieder im Deutschen? Jetzt komme ich da gar nicht drauf. Multiple. Ne? Na gut, also ihr wisst, was ich meine. Gibt das überhaupt ein deutsches Begriff dafür? Ich kenne das auch nur noch als Multi-Choice. Ja, Multi-Choice. Ne? Also mehr, im Flämischen heißt es mehr Kösefragen, aber wie heißt das jetzt im Deutschen? Also, weiß nicht, wenn keiner den Ausdruck kennt, ihr wisst, was gemeint ist. Ne? Eine Frage wird gestellt, drei Antwortmöglichkeiten werden gegeben. Das heißt, euch wird die Möglichkeit schon mal genommen, um sich selbst Gedanken über die Antwortmöglichkeiten zu machen, weil da sind Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Man muss gar nicht mehr nachdenken, man muss nur noch das Richtige auswählen. Und das ist ganz deutlich eine Art und Weise, wie man das Denken abschafft. So funktioniert das unglaublich gut in der Ausbildung der Mathematik zum Beispiel. Ja, wenn man in der Mathematik die Leute ausbilden will, da wird ja auch immer mit diesem System gearbeitet. Ja. Und zum Beispiel in der Führerscheinprüfung, ne, kriegst du eine Frage und da sind da drei oder vier Antwortmöglichkeiten.
Multiple Choice, wie du sagst. Ja, Multiple Choice ist ein blöder englischer Ausdruck. Ich komme jetzt wirklich nicht darauf, wie das in Deutsch heißt. Anscheinend kommt hier niemand drauf, sonst hätte ja schon längst mal einer zwischengerufen. Jedenfalls ist das so, dass dadurch das eigene Denken abgelehnt wird, anstatt eben die Frage offen zu stellen, und dann muss der Kandidat sich selbst Gedanken darüber machen, wie er die Frage jetzt beantwortet. Ja? Die Möglichkeit wird einem genommen. Und, ja, und die meisten Tests, entweder in der Schule oder auch Bewerbungen oder sogenannte Intelligenztests oder was weiß ich, sind alle auf die Art und Weise aufgebaut und trainieren durch den ständigen Gebrauch das eigene Denken ab. Ja? Ja, du wolltest noch was sagen, Marius. Ja, ich kann das zu meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Meine vorletzte Mathematikprüfung enthielt auch diese Multi-Choice-Aufgaben. Und meine geistige Leistung, um diese Aufgabe zu lösen, war NMNMU. Es ist schön ausgedrückt, ja. Ja, der sagte schon, die Stifte fallen lassen. Da hatte ich keine Zeit mehr und wahrscheinlich auch nicht gewusst. Und da habe ich halt zu diesem geistigen Mittel gegriffen. Ja, also man merkt ganz deutlich, wie sich das in unserem Leben bemerkbar macht, dass das Papsttum eben dafür sorgt, dass wir nur noch reduziert werden auf, ja, lass uns mal sagen, nur noch die Materie und dass der Geist uns wirklich abtrainiert wird. Und dann wird es natürlich auch umso schwieriger, jetzt komme ich nochmal eben auf die Bibel zurück, dann wird es natürlich auch umso schwieriger, um dann solche Dinge zu verstehen, wenn die Bibel eben unseren Geist ansprechen will, in Epheser Kapitel 6, ne, wo es darum geht, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Das ist ja ein Zitat, das habe ich ja schon öfter mal gebracht. Jetzt muss ich meine Schlachterbibel hier wieder aufschlagen, weil ich keine ins Deutsche übersetzte König-James-Bibel hier in der Hand habe. Ne, aber der geistliche Kampf und die Waffenrüstung des Christen. Wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Materie, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wie kann ich mich denn gegen geistliche Mächte wappnen, wenn mir das Geistliche in dieser Welt abtrainiert wird? Dann stehe ich wehrlos da. Dann mache ich nur noch das, was Michael und ich gestern in der satanischen Medienagenda teilweise besprochen haben. Ne? Dann gebraucht man irgendwelche Symbole, um irgendwelche Geister zu bekämpfen, und die Geister lachen sich dann ins Fäustchen. Ne? Michael, wolltest du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Wir haben das ja gerade gestern Abend erst besprochen. Das war doch eine ganz interessante Sache, dass das jetzt wiederkommt, ne? Nee, da hat er jetzt keine Lust zu. Gut, dann gehen wir in dem Buch weiter und lesen weiter. Der leitende Gedanke des Papismus als einer Heilsordnung ist, dass das Sakrament als Opus Operatum Gnade und Heiligkeit mitteile. Ob dies auf die höhere geistige oder auf die Verstandeskraft des Menschen nachteiliger wirke, dürfte schwer zu entscheiden sein. Jene wird beeinträchtigt, weil der Mensch gelehrt wird, nicht über das Sakrament und den Priester hinaus, nicht auf den Erlöser, an dessen Stelle eben jenes gesetzt wird, zu blicken. Dem Verstande des Menschen wird Hohn gesprochen durch die Aufhebung des intellektuellen Prozesses, den das Evangelium so natürlich und köstlich begünstigt in der Verbindung der Werke mit dem Glauben und der eigenen Anstrengungen des Sünders mit der Gnade des Geistes. Der Papist bedarf keineswegs der eigenen Anstrengung in Ausbildung der edleren geistigen Keime. Selbstprüfung, Selbstverleugnung und Selbstüberwachung, alles wird ersetzt durch die magisch wirkende Kraft des Sakraments. Hiermit die Idee des Fortschritts zerstört und der Mensch zur Unbeweglichkeit stereotypiert, der Herrschaft, der Indolenz und des Abscheus vor jeder ernstlichen Anstrengung des Verstandes anheimgegeben, wovon die traurigen Folgen in jedem Bereiche des Lebens und der Tätigkeit zu erkennen sein müssen. Dürfen wir uns also wundern, wenn auf dem Gebiete der Wissenschaft und in den Wettkämpfen der Industrie die Papisten allenthalben von den Protestanten geschlagen werden?
Es ist nicht ihre, sondern ihres alle geistigen Kräfte einengenden Systemes Schuld. Und wenn diese Folgen nicht überall gleichmäßig hervortreten, so ist es wahrhaftig nicht Verdienst des Systems an sich, sondern weil einerseits die im Papsttum verhüllend liegenden Momente und Atome der Wahrheit ihre überwindende und siegreiche Lebenskraft nicht verleugnen können, andererseits die Berührungen und Beziehungen seiner Bekenner mit evangelischen Schriften schon zu allgemein und alle Lebensverhältnisse durchdringend geworden sind. Das mehr oder minder dieser Beziehungen ist aber auch der Barometer für den geistigen Kulturzustand der dem Papsttum noch angehörigen Völker und Stämme. Der Glaube, der da ist, die feste Zuversicht des, das man hoffet, und nicht zweifeln an dem, das man nicht sieht. Diese gewaltigste, für jede große und würdige Anstrengung unentbehrliche Kraft, ohne welche keine Ausdauer denkbar, ist des Christentum eigenstes Kleinod und wird im Papsttum vernichtet. Ja? Dieser Bibelspruch kommt aus dem Buch der Hebräer, und zwar Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Ich möchte euch den mal kurz vorlesen, wie er in der Schlachter niedergeschrieben ist. Hebräer 11, Vers 1, dort heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So wird es hier in der modernen Schlachter übersetzt, im Gegensatz zu wie 1850 wir das hier lesen. Ne? Die feste Zuversicht des, dass man hofft und nicht zweifelt an dem, das man nicht sieht. Ja? Das ist also sinngemäß dasselbe, nur eine andere Bibelübersetzung natürlich. Ne? Damals gab es die Schlachter 2000 ja noch nicht. Damals waren noch andere Bibeln, die hier gemacht wurden. Und ich finde den Text hier eigentlich ganz gut übersetzt. Man erkennt direkt, worauf das hier hinausgeht. Der Glaube, der da ist, die feste Zuversicht des, dass man hofft und nicht zweifelt an dem, das man nicht sieht. Diese gewaltigste, für jede große und würdige Anstrengung unentbehrliche Kraft. Ja, Glaube ist Kraft. Glaube gibt Kraft. Ohne welche keine Ausdauer denkbar, ist des Christentums eigenstes Kleinod und wird im Papsttum vernichtet. Im Papsttum wird also mit anderen Worten Glaube vernichtet. Dieses entrückt dem Menschen des Glaubens große Objekte. Für den unsichtbaren Heiland im Himmel bietet es ihm den auf dem Altare sichtbaren, na, wir erinnern uns, die Eucharistie, die Transsubstantiation, das durch die magischen Worte des Priesters das Stück Brot zu Jesus Christus verändert wird, den wir nicht sehen, weil er im Himmel ist. Deswegen wird er hier in der Erde durch das Brot für uns eben sichtbar gemacht, weil wir nur im Materiellen leben und nicht mehr im Geistigen. Also, für den unsichtbaren Heiland im Himmel bietet es ihm den auf dem Altare sichtbaren, für die Segnungen des Heiligen Geistes, der auf mancherlei Weise auch im Sakrament sich bezeugt, die zauberhaften Wirkungen des Letzteren. Die edle Kraft des Glaubens, welche Gottes Herrlichkeit von Ferne erspäht und die Seele auf Schwingen des Geistes durch den weiten Raum nach dem fernen Lande trägt, unterwegs die schwere Tugend der Ausdauer, die Hoffnung und das Gottvertrauen sie lehrt, hat im konsequenten Papsttum als solchem keine Stelle. Treu seinem Urprinzip vertauscht es die verfälschte Nachahmung mit der treuen Wirklichkeit und setzt die Leichtgläubigkeit, das bloße, prüfungslose für Wahrhalten, welches kein noch so schrift- und vernunftwidriges Dogma verwirft, an die Stelle des Glaubens. Das merkt man bei unzähligen Videokommentatoren sehr deutlich. Wenn man sich mal einige Kommentare auf vielen meiner Videos durchliest, dann versteht man, was hier der Autor bereits Mitte des 19. Jahrhunderts sagt. Treu seinem Urprinzip vertauscht es die verfälschte Nachahmung mit der treuen Wirklichkeit und setzt die Leichtgläubigkeit,
das bloße, prüfungslose für wahr halten. Ne? Mit anderen Worten, das haben sie doch in den Zeitungen geschrieben, das haben sie doch im Radio gesagt, das habe ich doch im Fernsehen gesehen. Welches kein noch so schrift- und vernunftwidriges Dogma verwirft an die Stelle des Glaubens. Was endlich den Höhepunkt der Feindschaft des Papsttums gegen gesunde geistige Ausbildung ausmacht, ist der Umstand, dass die Verantwortlichkeit und die ganze Sorge für das Menschenheil auf den Priesterstand gewälzt wird. Die wohlbekannte Äußerung jenes Herzogs von Braunschweig ist nicht Karikatur, sondern Die wohlbekannte Äußerung jenes Herzogs von Braunschweig ist nicht Karikatur, sondern gibt vollkommen den Stand der Sache wieder, wenn auch vielleicht kein Jesuit sich so ausgedrückt haben würde. Weil die machen das ja immer sehr subtil. Ne? Was sagt also hier der Herzog bei Angabe seiner Gründe für denselben? Die Katholiken, mit welchen ich über meinen Übertritt gesprochen habe, versicherten mir, dass, wenn ich für meine Annahme des katholischen Glaubens verdammt würde, sie bereit wären, am jüngsten Tage für mich die Verantwortung zu übernehmen. Eine Versicherung, die mir kein Geistlicher an irgendeiner Sekte geben könnte, falls ich Lust hätte, in derselben zu leben und zu sterben. Ende Zitat. Hierdurch gelangt die dem papistischen System eignende Trennung von Religion und Moral zu ihrem Höhepunkt. Nicht nur, dass man in seinem Bereiche die Beschwerden geistiger und sittlicher Anstrengungen sich ersparen, der Sünde dienen darf, ohne den Verlust der Gnade zu fürchten. Wenn man nur die kirchlichen Gebote vollzieht, so bleibt zuletzt von allem als der elendste, aber für die Menge wirksamste Trost der Gewissen das andere, nämlich die Priester für den Menschen eintreten, die Verantwortung zu tragen und mit ihrem stellvertretenden Werk alles gut machen können. Jeder Priester ist also hiermit ein alter Christo, Jesus Christus, der alles gut machen kann. Es gibt nämlich nur einen, der alles gut machen kann, einen, der gerecht machen kann, das ist Jesus. Und hier übernehmen eben die Leute des Klerus der römisch-katholischen Kirche, die Priester, genau diese Aufgabe. Das ist nun der Todesstoß, den Roms System jeder heilsamen Anstrengung und Übung in der Heiligung versetzt, durch den es jedes gesunde Selbstvertrauen vernichtet und den Menschen zum Stillsitzen und trägen, wenn auch werkheiligen Geistes Schlafe verurteilt. Darum eben finden wir so viele Gegenden, in denen der Glaube herrscht, dass das Fiat des Priesters den Himmel mit all seiner Glückseligkeit uns verleihen könnte, trotz aller reichsten Hilfsquellen, die Boden und Klima bieten, auf der niedrigsten Stufe der Kultur. Der arme, vom Papismus betrogene Bewohner hat weder Geschick noch Kraft, eine derartige Tätigkeit zu entwickeln, wie der von römischen Fesseln freie Mensch unter viel ungünstigeren Verhältnissen sie erfolgreich anwendet. Wahrlich, das Papsttum, so viel an ihm ist, tut sein Möglichstes, den Menschen alles dessen zu entkleiden, was sein von Gott ihm gegebener und gelassener Vorzug ist, um ihn zu einer willenlosen Maschine in seiner Hand zu machen. Und wenn es Gottlob in dieser Beziehung noch weit von dem furchtbaren Ziele entfernt ist, welches seinen Bekennern selbst in einem dichten Schleier verhüllt ist, so haben wir dies dem zu verdanken, der waltend und wirkend mit gnädiger Hand nicht aufhört, sein Werk zu treiben, auch da, wo der Feind der Seelen seine Macht und Pracht in fälschender Nachahmung des Gotteswirkens am vollständigsten entfaltet. Also mit anderen Worten, um diesen Satz noch einmal eben zum Schluss zu bringen, der Heilige Geist wirkt immer noch in dieser Welt, auch da, wo der Papismus es nicht will, und erweckt immer noch Menschen zum eigenen selbstständigen Denken. Und ich glaube, dass diejenigen, die hier der Lesung live beiwohnen und einige mindestens von denen, die auch diese Videos später schauen, eben genau Beweis dafür sind, dass wir in dieser furchtbaren Welt, die vom Papismus und vom
ich sage jetzt mal, Zitat, Gott dieser Welt, Gott dieser Weltzeit, wie er im Neuen Testament genannt wird, Satan geleiteten Welt, dass der Heilige Geist doch immer noch seine Werke vollbringt und dass er immer noch Früchte hervorbringt, dass Gottes Kirche, Gottes wahre Braut hier auf dieser Welt auch immer noch Früchte vorbringt, aber es werden weniger und weniger und weniger. Und genau das sagt der Autor hier in diesem letzten absatzlangen Satz, den ich zum Schluss noch mal kurz vorlese. Wahrlich, das Papsttum, so viel an ihm ist, tut sein Möglichstes, den Menschen alles dessen zu entkleiden, was sein von Gott ihm gegebener und gelassener Vorzug ist, um ihn zu einer willenlosen Maschine in seine Hand zu machen. Wir erinnern uns an die Aussage in dem Schwur der Jesuiten, Perende ac cadaver, Kadavergehorsam. Ja, genau das ist, was der Papismus nicht nur von den Jesuiten verlangt oder was der Jesuitismus von den Jesuiten verlangt, sondern das verlangt der Katholizismus von all seinen Mitgliedern ebenso auch. Ja, dass die Menschen nur noch willenlosen Maschinen in seiner Hand sind. Also willenlose Dinge, genau wie der Stock in der Hand des alten Mannes, den der alte Mann gebrauchen kann nach seinem Belieben. Ja, keine eigene Moral, kein eigenes Gewissen haben. Ja, all diese Dinge, was die Bibel uns gibt und zusteht, genau das macht der Papismus kaputt, um ihn zu einer willenlosen Maschine in seine Hand zu machen. Und wenn es Gottlob in dieser Beziehung noch weit von dem furchtbaren Ziel entfernt ist, ja, meine lieben Brüder und Schwestern, das ist 1850 so. Gottlob in dieser Beziehung noch weit von dem Ziel entfernt, vor 170 Jahren. Heute sind wir eine ganze Ecke weiter fortgeschritten in dieser Agenda des Antichristen, welches seinen Bekennern selbst in einem dichten Schleier verhüllt ist, weil wenn die wüssten, dass sie auf den Abgrund zu marschieren, würden sie auch nicht mehr so schnell gehen. So haben wir dies dem zu verdanken, der waltend und wirkend mit gnädiger Hand nicht aufhört, sein Werk zu treiben, nämlich Jesus Christus im Himmel durch den Heiligen Geist hier auf der Erde, auch da, wo der Feind der Seelen seine Macht und Pracht in fälschender Nachahmung des Gotteswirkens am vollständigsten entfaltet. Das bringt uns zum Schluss dieses Kapitels und das bringt uns für heute auch zum Schluss dieser Lesung, an die ich jetzt anschließend natürlich gerne noch die Möglichkeit gebe, an meine live teilnehmenden Zuschauer hier auf Skype, das eben Gelesene noch zu besprechen, bevor wir das Video für heute abschließen. Sind da noch Meinungen? Wortmeldung. Na, wenn wir die nicht haben, dann belasse ich es dabei, dass ich sage, dass, glaube ich, aus dem Lesen heute ganz deutlich geworden ist, dass wir einerseits sicher sein müssen, dass wir wissen, was Glaube ist. Das lesen wir dann in der Bibel nach, wie wir bereits in Hebräer Kapitel 11 gelesen haben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und dass wir durch den Glauben dazu kommen, ein geistiges Verständnis zu entwickeln, um zu begreifen, dass wir mehr sind als nur Materie, als nur Kohlenstoffatome und Wasser zusammengesetzt. Das sind wir materiell, aber dass wir daneben auch noch einen Geist haben. Einen Geist, der uns führt, einen Geist, der uns führt in die Wahrheit und in die Gerechtigkeit, das ist der Geist Jesus Christus, oder der uns führt in die Sünde und in den Abgrund, und das ist der Geist des Antichristen. Wir, die wir den Geist Jesu Christi haben, müssen diesen Geist auch bezeugen, müssen ihn füttern und müssen dafür sorgen, dass wir mit diesem Geist zusammen eine Waffenrüstung anziehen, um gegen den anderen Geist im Kampf zu bestehen. Weil es geht nicht um materielle Waffen. Es geht nicht um einen materiellen Krieg. In der Bibel steht geschrieben, dass wir nicht denjenigen fürchten müssen, der unser Fleisch hier auf dieser Erde vernichten kann, also das fleischige Leben hier auf der Erde, sondern denjenigen fürchten müssen, der unser fleischliches und unser seelisches ewige Leben in der Hölle vernichten kann, nämlich Gott. Dieses Leben hier ist sowieso mit einem Haltbarkeitsdatum versehen. Das kennen wir nicht, das kennt nur Gott.
Auf der Erde besteht uns vor, dem Mensch ist es bestimmt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Und ich will, wenn ich bei dem Gericht stehe, den einzigen Anwalt haben, der auch wirklich in dem Gericht etwas ausrichten kann, nämlich Jesus Christus, der es für mich aufnimmt und der bereits vor 2000 Jahren meine Schuld auf sich genommen hat, der durch das Vergießen seines Blutes dafür gesorgt hat, dass ich vor dem Vater im Gericht rechtschaffen dastehen kann. Und deswegen darf ich mich einfach nicht hier in dieser Welt, in diese weltlichen Spiele reinzwingen lassen. Und deswegen muss ich mich heute entscheiden, wem ich gehorche. Gehorche ich den Regierungen, gehorche ich den Virologen, gehorche ich den Militärs oder den Polizisten auf der Straße oder jedem anderen Menschen, der mich zu materiellem Gehorsam zwingen will? Oder gehorche ich dem, der mir mit seiner geistigen Botschaft das ewige Heil verspricht, wenn ich ihm gehorche? Dafür muss ich eben geistlich auch meine ganze Waffenrüstung anziehen und deswegen werde ich heute die Lesung nochmal beenden mit der Lesung von Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18, noch in der Schlachterübersetzung. Ich kann euch aber sagen, es kommt eine Übersetzung der König James, sicherlich der wichtigsten, oft zitiertesten Verse daran. Und wir werden dafür diese 1611 originale König James Bibel gebrauchen, die nämlich die unverfälschten Texte von 1611 selbst hat. Nicht die 1769er Blaney Version, sondern diese hier werden wir dafür gebrauchen. Da werde ich für sorgen mit den Leuten, mit denen ich mich zusammensetze, um dafür zu sorgen, Vers nach Vers nach Vers zu übersetzen und so auf die Dauer eine Übersetzung zu bekommen, die wirklich verständlich und ehrlich ist, basiert auf den wahren masoretischen Texten und dem Textus Receptus im Neuen Testament. Das ist die Schlachterbibel auch, aber mit einer Übersetzung, die der wörtlichen Übersetzung aus dem Englischen entspricht, die unkorrupt ist. Aber in der Schlachter liest sich Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 so. Im Übrigen, das ist Paulus, der hier spricht, sagt er, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser, dürfen wir nicht vergessen, ist das Buch aus Ephesus. Ephesus kennen wir noch aus Apostelgeschichte. Das ist da, wo die Götzenmacher die Diana produziert haben, nicht wahr? Und genau zu der Gemeinde spricht Paulus hier. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in der Macht seiner Stärke. Nicht durch euch selbst, sondern durch ihn. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, wo ja vorhin Michael darauf hingewiesen hat, auf den Trailer auf meinem rein deutschen Kanal, wo der jesuitengeschulte Schauspieler Kevin Spacey sagt, der größte Trick des Teufels war, die Welt davon zu überzeugen, dass es ihn gar nicht gibt. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, da hatten wir ja gerade in Hebräer 11,1 drüber gesprochen, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Mit anderen Worten, die Bibel. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Damit sind die Lebenden in Christus gemeint. Und damit beschließe ich die heutige Lesung. Maranatha.